Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Mit diesem Segenswort grüße ich Sie, euch alle. Das letzte Mal, sind es 8 Wochen her, dass ich hier war, ging es um den ersten Teil von Römer 4. Abraham, unser Vater, unser aller Vater. Und ich habe deutlich gemacht, es ist eigentlich eine Ausführung von dem, dass am Schluss es heißt, heben wir denn durch den Glauben, das füge ich jetzt dazu, das Gesetz auf. Und Paulus gibt die Antwort unter keinen Umständen. Im Gegenteil, damit wird eigentlich das Gesetz zu seinem Ziel gebracht und wie man in den nächsten Versen sieht, meint er mit Gesetz nämlich die Heilige Schrift in ihrer Gesamtheit. Es geht nicht darum, dass wir das Gesetz nun halten. Wir können es auch nicht halten, sondern darum, wie ich eben sagte, dass das ganze Alte Testament gemeint ist. Es hat mich sehr gefreut, dass nach dieser Predigt das letzte Mal eine ganze Anzahl auf mich zukamen mit Fragen nachher. Der erste, und ich will auf einige davon eingehen, ich habe mir die aufgeschrieben. Das erste war unser Enkel Tobias im Auto. Und er sagte, Opa, gilt jetzt das Alte Testament nicht mehr, brauchen wir das nicht mehr, können wir das wegwerfen? Ich war durch die Frage so überrascht, dass ich gar keine Antwort drauf wusste. Nun, die Frage wurde tatsächlich im Laufe der Kirchengeschichte verschiedentlich gestellt. Weg damit. Das letzte Mal im Dritten Reich bei den deutschen Christen. Wir wollen eine Bibel, die mit dem Alten Testament, mit dem Judentum und allem, was dazugehört, nichts zu tun hat. Aber das meint Paulus nicht, im Gegenteil. Er greift ja ständig auf das Alte Testament zurück. Und das ist seine Bibel. Dort im Alten Testament hat er die Wege Gottes gesehen, wie er sie gegangen ist in der Vorbereitung des kommenden Jesus. Nur aus dem Alten Testament wissen wir in dieser Deutlichkeit, wo diese Welt herkommt. Und dass vor allem, was gewesen ist, Gott gewesen ist. Und dass nach allem, was ist, Gott sein wird. Dort aus dem Alten Testament allein erfahren wir, wie es kommt, dass diese Welt eben nicht so ist, wie wir sie wollen. Und nicht so ist, wie Gott sie gewollt hat. Weil die Sünde in diese Welt hereingekommen ist und jetzt alles unter dem Fluch steht. Dort im Alten Testament sehen wir, wie die Menschen immer und immer und immer wieder an dem Willen Gottes scheitern. Nicht, weil dieser Wille Gottes nicht gut für sie wäre, sondern weil der Mensch nicht gut ist und nicht will, was Gott will. Und dort im Alten Testament sehen wir auch, wie Gott den Weg des Heils vorbereitet hat. Seinen Heiland, seinen Christus uns ankündigen ließ. Und das Neue Testament ist nichts anderes als die Fortführung, man kann sagen, rein literarisch die lückenlose Fortführung des Alten Testamentes. Die zweite Frage, die mir auch gestellt wurde, war, ja, wie hat denn Abraham Gott überhaupt gefunden? Nun, die Frage ist leichter zu beantworten, nämlich schlicht und einfach, Abraham hat Gott nicht gefunden. Sondern im Gegenteil, Gott hat Abraham gefunden. Abraham war kein Gottsucher, der von Religion zu Religion gegangen wäre. Sondern wir lesen in Josua 24, Vers 2, so spricht der Herr, der Gott Israels, eure Väter wohnten vor Zeiten jenseits des Euphratstroms, Terach, Abraham und Nahors Vater und dienten anderen Göttern.
Und dann geht's weiter. Da nahm ich euren Vater Abraham von jenseits des Stroms. Das hebräische Wort, das hier für Nahm steht, Lakach, heißt jemanden oder etwas gewaltsam in die Hand nehmen, zu sich herziehen. Nun, wie das im Einzelnen geschah, wie Gott nach diesem Abraham gegriffen hat, wie er ihn zu sich gezogen hat, das ist eine andere Geschichte. Aber ich bezweifle, dass Abraham so willig Gott gefolgt ist, so willig Vaterhaus, Sippe, Land und alles, was dazugehört, verlassen hat. Also, Gott war es, der Abraham gefunden und zu sich gezogen hat und nicht umgekehrt. Und ein letztes, und das brachte mich auch in Verlegenheit. Da sagt doch jemand, ich gebe jetzt so etwas salopp wieder, also so ganz weit kann es ja mit dem Glauben Abraham nicht hier gewesen sein. Der hat doch gelacht, als Gott ihm gesagt hat, dass er noch einen Sohn haben wird. Und meine Antwort sagt, nein, der Abraham hat nicht gelacht, sondern die Sarah hat gelacht. Und die Person sagte, doch, Abraham hat gelacht. Naja, ich habe dann daheim nachgesehen und da steht tatsächlich in 1. Mose 17, Vers 17, dass Abraham gelacht hat und nicht nur die Sarah. In 1. Mose 18, 14 steht es dann von der Sarah, dass die gelacht hat. Also die haben beide gelacht. Aber dass sie beide gelacht haben, bedeutet nicht, dass ihr Lachen das Gleiche bedeutet hat. Also diese Frage, nicht nur war ich überrascht, da ist etwas in die Bibel und ich bin jetzt fast 50 Jahre damit beschäftigt und das habe ich nicht gewusst. Das andere, und das hat mich dann hineingetrieben in die Schriftauslegung der Väter. Ich habe angefangen bei Calvin, seinem großen Kommentar zum ersten Buch Mose. Habe danach gelesen bei Keil, bei Delisch, bei Gerhard von Rath. Und ich fasse jetzt, was ich hier mir aufgeschrieben habe, einfach in zwei, drei Sätzen zusammen. Bei Abraham heißt es, er fiel auf sein Angesicht und lachte und sprach in seinem Herzen, mir soll jetzt nach 100 Jahren, mit 100 Jahren ein Kind geboren werden. Und die Sarah soll mit 90 Jahren gebären. Es ist nicht eine Ablehnung, es ist nicht eine Verneinung, sondern wie die Ausleger sagen, es ist ein Lachen jubelnder Freude. Und das, was ihm bisher versagt wurde, wird ihm jetzt zuteil und es ist zugleich ein Lachen über das ganze Paradox, nicht wahr? Ich sag's mal so, er hat alles versucht und menschliche Mittel führten hier nicht weiter und jetzt will Gott das tun. Lachen, die Ausleger schreiben, des Jubelns und der Freude und der Anbetung. Und bei der Sarah, da ist es anders, da ist es das Lachen des Unglaubens. Also damit sie nicht sagen, ich sei gegen die Sarah, so sagen sie Ausleger von Calvin an. Ja. Und es ist ja auch so, Abraham betet an, er fällt nieder vor Gott. Die Sarah, die steht hinter dem Zelteingang, da wo die Zeltbahnen etwas weg sind, wo es niemand sieht und die dachte, das merkt ja die, merken die da draußen gar nicht. Und wenn Gott sagt, Sarah, du hast gelacht, dann sagt sie, nein, dann lügt sie auch noch. Und doch sagt Gott, du hast gelacht. Aber, und da schreibt ein Gerhard von Rath so schön seine Auslegung, was jetzt kommt, das ist wie ein köstlicher Stein in einer goldenen Fassung. Was bei Menschen unmöglich ist, das ist bei Gott möglich. Ein Wort, das in der Bibel, soweit ich es überblicken kann, ich werde jetzt vorsichtig, nur viermal vorkommt. Hier bei Abraham und dann in Jeremia 32, wenn Jeremia diesen Acker kaufen soll und er sagt, da draußen sind doch die Babylonier schon auf den Mauerkronen und ich soll noch mal einen Acker kaufen. Sagt Gott, was bei den Menschen unmöglich ist, und zwar zweimal in Jeremia 32, bei Gott ist es möglich. Und dann, gell, die Maria hat ja auch allen Grund nicht zu glauben, wenn
der Engel Gabriel sagt, dass sie einen Sohn gebären wird ohne Mann. Es ist ja nicht so, dass man zu der Zeit nicht gewusst hätte, wo die Kinder herkämen. Und der Engel sagt ihr, was beim Menschen unmöglich ist, kein Ding ist unmöglich bei Gott. Und dann der sogenannte reiche Jüngling. Es ist den Reichen schwer, ins Reich Gottes zu kommen, aber was bei Menschen unmöglich ist, das ist bei Gott möglich. Also beide haben gelacht, das habe ich jetzt gelernt. Aber das eine ist ein Lachen des Glaubens und des Jubelns und der Freude und der Anbetung, das andere ein Lachen des Zweifels, des Besserwissens, das dann auch noch abgestritten wird. Ich danke vielmals für diese Fragen. Ich habe das gern in Vorlesungen, im Unterricht, wenn Fragen kommen. Und ich habe es auch hier gern. Ich habe nichts dagegen. Heute Morgen kamen auch wieder einige. Einer sagt, und jetzt muss ich dir noch eine E-Mail schreiben. Ich habe auch noch eine Frage. Also da bin ich gespannt, was auf mich zukommt in diesen Dingen. Aber jetzt zu dem, wo wir das letzte Mal stehen geblieben sind. Wir haben Abraham angesehen. Abraham hat Gott geglaubt. Und das ist ihm zur Gerechtigkeit geworden. Und Abraham hatte ja nichts anderes als die Zusagen Gottes. Das will ich tun. Anderes war es bei David. Bei David ging es nicht um eine Zusage Gottes, sondern bei David ging es darum, in einer Situation, wo er in einen Sündenwust hineingekommen war, so muss man schon sagen, wo eigentlich eine Vergebung unmöglich war. Das Alte Testament spricht ja von dieser Sünde, die nicht vergeben werden kann mit erhobener Hand. In 4. Mose 15, Vers 30, das ist, wo wir bei David haben. Und jetzt, wenn ihm Nathan zusagt, so ist dir deine Sünde vergeben, so nimmt er dieses Wort an. Und so werden Abraham und David Kronzeugen des Glaubens als Weg zu Gott hin. Und jetzt lese ich einfach hier weiter. Diese Seligpreisung, nun gilt sie dem Beschnittenen oder auch den Unbeschnittenen. Wir sagen doch, Abraham ist sein Glaube zur Gerechtigkeit gerechnet worden. Wie ist er ihm denn zugerechnet worden? Als er beschnitten oder als er unbeschnitten war? Ohne Zweifel nicht als er beschnitten, sondern als er unbeschnitten war. Das Zeichen der Beschneidung aber empfing er als Siegel der Gerechtigkeit des Glaubens, den er hatte, als er noch nicht beschnitten war. Und so sollte er ein Vater werden aller, die glauben, ohne beschnitten zu sein, damit auch ihnen der Glaube gerechnet werde zur Gerechtigkeit. Und ebenso ein Vater der Beschnittenen, wenn sie nicht nur beschnitten, sondern wenn sie auch gehen in den Fußtapfen des Glaubens, den unser Vater Abraham hatte, als er noch nicht beschnitten war. Denn die Verheißung, dass er der Erbe der Welt sein solle, ist Abraham oder seinen Nachkommen nicht zuteil geworden durchs Gesetz, sondern durch die Gerechtigkeit des Glaubens. Denn wenn die vom Gesetz Erben sind, dann ist der Glaube nichts. Und die Verheißung ist dahin, denn das Gesetz richtet nur Zorn an. Wo aber das Gesetz nicht ist, da ist auch keine Übertretung. Und deshalb muss die Gerechtigkeit durch den Glauben kommen, damit sie aus Gnade sei und die Verheißung festbleibe für alle Nachkommen. Nicht allein aber für die, die unter dem Gesetz sind, sondern auch für die, die wie Abraham aus dem Glauben leben. Denn er ist unser aller Vater, wie geschrieben steht. Ich habe dich gesetzt zum Vater vieler Völker vor Gott, dem er geglaubt hat,
der die Toten lebendig macht und ruft das, was nicht ist, dass es sei. Jetzt nimmt eigentlich Paulus den Einwand auf, den man ihm von jüdischer Seite machen wollte. Nämlich, Glaube ja, aber nicht Glaube allein. Denn Abraham hatte ja noch etwas vorzuweisen zu seinen Gunsten, nämlich die Beschneidung. Und wir sind doch alle beschnitten, so sagte man im Judentum damals. Und weil wir beschnitten sind, haben wir das Siegel der Zugehörigkeit zu Gott. Und weil wir beschnitten sind, kann uns ja auch nichts geschehen und kann uns nichts von Gott trennen. Stimmt das? Und jetzt nehmen Sie Paulus einfach schrittweise hinein in diese Geschichte mit Abraham. Wann wurde denn Abraham beschnitten? Vordem er geglaubt hat oder nachdem er geglaubt hat? Beschneidung ist, das sagte man zu Zeiten des Paulus, sagen wir heute nicht. Das ist uns allen fern. Aber es geht ja hier darum, dass man etwas bei sich sucht, das man vor Gott vorweisen könne. Und dass Gott nun mir gegenüber verpflichtet, und das mir die Sicherheit gibt. Wir nennen heute anders. Das sind die einen, die sagen, ich bin doch getauft. Die Taufe ist's, das kann ich doch vorweisen. Und da hängt man sich dran. Ich weiß, das ist bei uns hier kaum ein Thema. Aber wie oft wird das bei Beerdigungen über ein Leben gesagt, das sich ein Leben lang nicht um den lebendigen Gott, um Jesus Christus gekümmert hat? Oder wir sagen, wir haben doch das Abendmahl, das ist's. Hier Brot und Wein, das garantiert es uns doch. Und dann wird gekämpft darum. Das kommt uns schon ein wenig näher. Ich verachte weder Taufe noch Abendmahl. Das ist ein wesentlicher Teil meines persönlichen Glaubens. Aber es geht darum, welchen Platz haben sie? Wir haben eben bei Abraham gehört, sie sind die Siegel, die Gott dem Glauben gibt. Dem Glauben, nicht dem Unglauben. Und das ist ein wesentlicher Unterschied. Aber wir haben anderes. Wir sagen gerne, wir sind doch in der Gemeinschaft, in der Liebenzeller Gemeinschaft. Ich weiß, anders als im SV, im Süddeutschen Gemeinschaftsverband, werden bei uns keine Mitgliederlisten und gibt es Gefühl und gibt es keine persönliche Mitgliedschaft, es sei denn, es hätte sich seit meinem letzten Informationsstand geändert. Also man ist Mitglied, indem man da ist und sich beteiligt, ja, ohne eingetragen zu sein, eine Liste. Es ist sicher gut, wenn wir hier sind und teilnehmen am Leben des Glaubens und der Gemeinschaft und Gottes Wort. Aber das allein ist noch nicht die Garantie unseres Heils. Ich könnte noch einen Schritt weiter gehen, indem ich sage, aber ich bin doch Mitarbeiter. Paulus weist hin, all diese Dinge sind äußerlich. Entscheidend vor Gott sind sie nicht. Entscheidend vor Gott ist der Glaube, wie er bei Abraham gefunden wurde. Und es ist dieser Glaube, der uns mit Abraham verbindet, sodass gesagt werden kann, Abraham ist unser aller Vater. Das ist es, was entscheidend ist. Bei Abraham ging es darum, dass es zwei Arten Kinder gibt. Da war einmal der Ismael, der biologisch
oder, wie es die Bibel sagt, dem Fleische nach von Abraham abstammte. Aber die Bibel hält fest, diese fleischliche Nachkommenschaft zählt nicht. Oder ich kann es anders sagen. Ein biologisch fleischlicher Nachkomme Abrahams, also ein Jude, hat einem Christen, der glaubt, nichts voraus. Im Gegenteil. Er müsste glauben, da er doch die Schrift hat. Und für den Juden gibt es keinen anderen Weg zum Heil als für den Heiden, nämlich den des Glaubens. Als in der frühen Christenheit, in der Apostelgeschichte, lesen wir davon, bei Paulus man zu dieser Erkenntnis durchkam, tat sich die Tür weit auf. Denn da hat man auf einmal gemerkt, die Botschaft von Jesus Christus, dem Gekreuzigten und Auferstandenen, ist eben nicht nur für Juden da und nicht nur für Israel, sondern für Menschen jeglicher Herkunft und jeglicher Abkunft. Ob weiß oder braun oder gelb oder schwarz, ob europäisch oder asiatisch oder afrikanisch oder was es sein mag. Die Zugehörigkeit zu Gott ist nicht mehr an das Blut, an biologische Herkunft gebunden, sondern allein an den Glauben an Jesus Christus. Ich werde gleich noch ein Wort dazu sagen. Oder anders gesagt, nicht das Jude sein macht zum Erben des ewigen Lebens, sondern der Glaube an Jesus Christus, der für uns gestorben und der für uns auferstanden ist in der Macht Gottes. Und deshalb gilt, Abraham ist unser aller Vater. Wir, die wir hier sind, sind Nachkommen, Kinder Abrahams durch den Glauben. Und damit ist ein anderes gegeben, nämlich nicht nur das Recht, sondern die Pflicht, auch Israel das Evangelium zu verkündigen. Denn auch für Israel gibt es keinen anderen Weg zu Gott, als durch den Glauben an den Messias Jesus. Israel hat keinen Sonderweg. Das wird bestritten. Zum einen durch eine Anzahl Landeskirchen. So hat etwa die Hessen-Nassauische Landeskirche, die Rheinische Landeskirche, die Kirche von Berlin, Brandenburg und Oberlausitz. In der Bayerischen Landeskirche ist es noch nicht ganz klar, aber sie haben entsprechende Formulierungen in ihren Grundlagen, in ihren Satzungen, dass es keine Verkündigung des Evangeliums, keine Mission an Israel geben darf. Und deshalb darf niemand auf dem Kirchentag einen Stand haben, der seinen Auftrag an der Mission, an der Verkündigung des Evangeliums unter Israel sieht. Etwa EDI, Evangeliumsdienst in Israel. Alle anderen dürfen auf dem Markt der Möglichkeiten ihren Stand aufmachen, ob Schwule oder Lesben oder wer weiß was alles. Nur nicht, wer das Evangelium Israel bringen will. Aber es gibt auch im Pietismus einen Zweig, der sagt, wir wollen Israel viel Liebe erweisen. Nur eines nicht, ihnen das Evangelium predigen. Das wird zurückgestellt. Ich will jetzt keine solche Gruppierungen hier nennen, um niemand zu nahe zu treten. Aber immer wieder ist mir das begegnet und man hat mir diesbezüglich auf den Zahn fühlen wollen, ob ich nicht auch dieser Meinung sei. Nein, Abraham, der Vater aller Gläubigen. Abraham, unser aller Vater.
Oder wie Petrus im 1. Petrusbrief Kapitel 3 zu den Frauen sagt, die mit ungläubigen Männern verheiratet sind, ihr seid Saras Töchter. Und ihnen damit eine enorme Würde zuspricht. Nämlich die Würde des Glaubens, dass sie mit Sarah verbunden sind, mehr verbunden als jede, die irgendein Gen oder irgendein Blut von Sarah her in ihren Adern oder in ihren Genen hat. Jetzt habe ich genug von diesem Glauben gesagt. Die Frage ist nun allerdings, was ist denn das für ein Glaube? Und dazu lese ich den Rest dieses Kapitels. Er hat geglaubt auf Hoffnung, wo nichts zu hoffen war. Und dass er der Vater vieler Völker wäre, wie zu ihm gesagt ist, so zahlreich sollen deine Nachkommen sein. Und er wurde nicht schwach im Glauben, als er auf seinen eigenen Leib sah, der schon erstorben war, weil er fast 100-jährig war, und auf den erstorbenen Leib der Sarah. Denn er zweifelte nicht an der Verheißung Gottes durch Unglauben, sondern wurde stark im Glauben und gab Gott die Ehre. Und wusste aufs Allergewisseste, was Gott verheißt, das kann er auch tun. Und darum ist es ihm auch zur Gerechtigkeit gerechnet worden. Dass es ihm zugerechnet worden ist, ist aber nicht allein um seinetwillen geschrieben, sondern auch um unseretwillen, denen es zugerechnet werden soll, wenn wir glauben an den, der unseren Herrn Jesus auferweckt hat von den Toten. Welcher ist um unserer Sünden willen dahingegeben und um unserer Rechtfertigung willen auferstanden. Was für ein Glaube! Ich kann es nur andeuten. Es ist wesentlich, dass wir als Christen wissen, was wir glauben. Und das Erste ist, es ist nicht Glaube an eine Sache, nicht ein Glaube an irgendetwas, sondern es ist der Glaube an eine Person. Und wenn wir vom Glauben an eine Person reden, dann benutzen wir das Wort Vertrauen. Und dieses Vertrauen ist eine innige, persönliche Beziehung zu jemandem. Ich kann nicht jemandem vertrauen, den ich nicht kenne, dem ich nie nahe gekommen bin. Vertrauen setzt voraus, dass man einander kennt und dass man einander nahe ist. Und Vertrauen setzt voraus, dass diese Person auch vertrauenswürdig ist. Und vertrauenswürdig ist der oder die, die verlässlich sind, von denen man weiß, was sie sagen, das tun sie. Und da kommt noch das andere dazu, nicht nur, dass sie tun, was sie sagen, sondern zur Verlässlichkeit gehört auch, dass sie die Macht haben, die Kraft haben, zu tun, was sie sagen. Und da hat nun Abraham gesagt, das kann Gott. Gott kann aus den Toten erretten. Er sagte das im Hinblick auf später, auf die Opferung seines Sohnes Isaak. Aber er sagt es nicht bloß im Hinblick auf ihn. Wir wissen doch, wie die Geschichte mit Abraham ausging. Was war denn am Schluss da? Nicht nur der Sohn Isaak wurde ihm zurückgegeben, aber seiner Frau Sarah musste er dann das Grab schaufeln. Und Gott hatte ihm dieses ganze Land verheißen. Und jetzt, wo er ein Grab brauchte, hatte er nicht einmal die 2 Quadratmeter, die man braucht, um ein Grab zu schaufeln. Und er musste sich das noch kaufen. Und er starb und sah von dem Einlösen der Verheißung nichts. Und deshalb ist hier bei Abraham, im Sterben der Sarah, und im Sterben dann Abraham selbst der Glaube angelegt, auch wenn wir sterben und das Eintreffen der Verheißung nicht erlebt haben, Gott ist der, der auch aus den Toten lebendig machen kann.
Und deshalb richtet sich jetzt dieser Glaube auf Jesus. Ich habe lang überlegt, warum kommt denn hier am Ende, nachdem Paulus das ganze Kapitel lang von Abraham und geredet hat, es wird uns, die wir nicht in dieser Zeit leben, fast zu viel. Und dann heißt es, das ist aufgeschrieben um unsretwillen, den es zugerechnet werden soll. Und jetzt kommt eine Wendung. Wir glauben etwas anderes als Abraham. Wir glauben nicht, dass uns ein irdisches Land oder ein irdischer Acker zuteil wird. Sondern, wie es hier heißt, wenn wir glauben an den, der unseren Herrn Jesus auferweckt hat von den Toten, welcher ist um unserer Sünde willen dahingegeben, das ist Karfreitag, und um unserer Rechtfertigung willen auferweckt. Das ist Ostern. Auf der einen Seite glauben wir wie Abraham. Auf der anderen Seite müssen wir sagen, wir leben nicht nur 2000 Jahre später, nein, 4000 Jahre nach Abraham leben wir. Gottes Heilsgeschichte ging weiter. Was bei Abraham verheißen war, der eine Sohn, durch den alle Völker gesegnet werden sollen, der ist gekommen in Jesus. Und unser Glaube geht nicht mehr auf ein irdisches Erbe und auf ein irdisches Land, sondern auf ein himmlisches Erbe und auf ein himmlisches Land. Aber was uns verbindet, ist, dass wir wie Abraham glauben, dass Gott uns zu neuem Leben erwecken will und erwecken wird und erwecken kann, auch wenn wir sterben und man uns begraben wird, bevor diese Zusage Gottes eingelöst sein wird. Und wenn wir weitergehen, dann müssen wir sagen, dieser Glaube ist nicht blind für die Schwierigkeiten, sondern der Glaube sieht sie sehr wohl. Und so heißt es hier von Abraham auch, nicht weil er sah seinen Leib, der erstorben war. An sich ist hier nichts mehr zu hoffen gewesen. Und Paulus schreibt weiter, und er sah auch den erstorbenen Leib der Sarah. Tot. Da kann man nichts mehr machen, heißt es dann halt. Doch, man kann nichts mehr machen. Aber Gott, der Jesus Christus von den Toten auferweckt hat, der wird auch unsere sterblichen Leiber auferwecken und mit ihm lebendig machen und mit ihm hineinnehmen in die Herrlichkeit. Und dieser Glaube ehrt Gott. Es hat vorhin geheißen, und er gab Gott die Ehre. Und die Frage ist ja, warum ehrt denn solcher Glaube Gott? Und die Antwort ist schlicht und einfach, weil dieser Glaube Gott Gott sein lässt. Indem wir nicht meinen, wir müssten etwas nachhelfen. Indem wir ihm zutrauen, dass er selbst dann noch nicht am Ende ist, wenn unser Leben einmal am Ende sein wird. Wenn man uns entweder in die Erde versenken oder in ein Krematorium bringen wird und am Schluss, ob so oder so, nur noch der verweste Leib oder die Asche des verbrannten Leibes übrig bleiben wird. Gott die Ehre geben heißt nun, Gott zutrauen, dass er aus den Toten, wenn sie denn in Christus Jesus sind, zu neuem Leben erwecken wird. Es ist heute viel von Verherrlichung, von Ehre Gottes. Wir haben Anbetung und alles. Das ist es, was Gott verherrlicht. Im tiefsten Grund, dass wir ihm das zutrauen.
Und dieser Glaube hat deshalb seinen Grund in Gottes Macht. Von Abraham heißt hier nicht nur, dass er nicht zweifelte an der Verheißung durch Unglauben, sondern er wusste ja, dass Gott diese Welt geschaffen hat. Ein Wort hat genügt, sie aus dem Nichts hervorzurufen. Und daran hält er sich nun. Und wir haben so viel mehr. Dieser Glaube hat nun seinen Inhalt in dem, was Gott in Jesus getan hat. Hier dieser Vers 25, den wir vorhin gelesen haben. Um unserer Sünde willen dahingegeben, Zeile 1. Um unserer Rechtfertigung willen auferweckt, Zeile 2. In diesen zwei Zeilen ist das ganze Evangelium von Jesus Christus zusammengefasst. Es war ursprünglich ein christliches Bekenntnis. Wenn sie gefragt wurden, warum bist du denn Christ? Dann haben sie mit solchen vorformulierten Bekenntnissen Antwort drauf gegeben. Ich bin Christ, weil Jesus um meiner Sünde willen dahingegeben, am Kreuz, das wusste jeder, was das heißt, und weil Jesus um meiner Rechtfertigung willen auferweckt worden ist. Was ist das für ein Glaube? Es ist nicht ein Glaube an etwas, sondern an eine Person. Und ich habe es. Und wenn wir es noch einmal fassen, hier nun in den Worten der 21. Frage des Heidelberger Katechismus. Ich habe diese Formulierung so gern. Es ist nicht allein eine gewisse Erkenntnis, dadurch ich alles für wahr halte, was uns Gott in seinem Wort geoffenbart, sondern auch ein herzliches Vertrauen, ein herzliches Vertrauen, welches der Heilige Geist durch das Evangelium wirkt, das nicht allein den anderen, sondern auch mir Vergebung der Sünden, ewige Gerechtigkeit und Seligkeit von Gott geschenkt sei aus lauter Gnaden. Zwei Dinge will ich aus diesem hervorheben. Das eine, Sie können die ganze Bibel für wahr halten. Wenn Sie das eine nicht fassen, mir sind meine Sünden durch Christi Blut und Barmherzigkeit vergeben, dann leben Sie im Unglauben. Ich weiß, das ist eine Zumutung, das so zu sagen. Und doch stimmt es. Und das andere, und jetzt komme ich nochmal auf eine Frage zurück, die mir am Schluss das letzte Mal draußen im Foyer gestellt wurde. Ja, ist denn jetzt unser Glaube jetzt nicht doch eine Leistung, die wir vor Gott bringen? Und da haben die Väter im Glauben formuliert, nicht wahr, es ist dieses herzliche Vertrauen, welches der Heilige Geist durch das Evangelium in mir wirkt. Das versteht niemand, der nicht einmal in einer Situation war, wo er glauben wollte und nicht glauben konnte. Und der vielleicht Tage, Wochen, Monate drum gerungen hat, wenn ich doch bloß glauben könnte. Und das versteht niemand, der nicht einmal die Sünde und die Schuld seines Lebens vor sich gesehen hatte und nicht fassen konnte, dass ihm die Vergebung gilt, die Gott in Christus Jesus geschaffen hat. Und dann merkt man in solch einer Situation, ich kann meinen Glauben nicht machen. Dass ich glauben kann, dass ich vor mehr als 50 Jahren zum Glauben an Jesus Christus, an das Evangelium, ja, wir sagten damals Heilsgewissheit, Vergebungsgewissheit,
Auferstehungsgewissheit ich persönlich für mich empfing, ist ein Geschenk des Heiligen Geistes gewesen, welches der Heilige Geist aber nicht irgendwie, sondern durch das Evangelium, das heißt, da muss ich hin, wo das Evangelium gesagt wird, in mir wirkt. Viele von Ihnen könnten das auch bezeugen. Und dann das andere. Und dass ich, und es gibt ja auch andere hier, nach 50 Jahren noch in diesem Glauben stehe. Kein Grund zum Stolz. Kein Grund zur Einbildung. Auch wenn wir wissen, wie viel heute nicht mehr dabei sind, die einmal damit dabei saßen, vielleicht um den Tisch herum im Jugendbund oder sonst wo. Sondern dass wir in diesen Jahren bei allen Fehlern und bei allem, was wir falsch machten, heute noch in diesem Glauben stehen, das ist gewirkt durch den Heiligen Geist. Wir hören heute alles Mögliche von dem, was der Heilige Geist tun soll, und das Wichtigste und Zentralste wird vergessen. Ich habe mich gefragt, müsste man jetzt nicht noch etwas anderes sagen? Ist das nicht zu einfach? Müsste ich jetzt nicht sagen, das heißt nicht, dass ich nicht in Sünden einfach leben kann, wie ich will. Ich wurde heute Morgen auch darauf angesprochen. Es wäre doch viel wichtiger, jetzt darüber zu reden, wie Christen leben sollen. Nun, meine Antwort war, erstens, ich habe 25 Minuten, wenn ich Einleitung und Schluss abrechne. Und in diesen 25 Minuten kann ich bloß diese eine Sache auslegen. Und zum anderen, der Text, den ich für heute gewählt habe im Durchgehen des Römerbriefs, ist dieser Text. Wenn wir zu Römer 6 kommen, dann kommen wir zu dem anderen Text, dass ich in der Gemeinschaft mit Jesus im Glauben stehend nicht zugleich in der Sünde leben kann. Aber heute ist das unser Thema. Und das ist nicht etwas Geringes. Es gibt heute eine Diskussion in der evangelikalen Missionswissenschaft und Mission. Ihr bietet den Leuten ja bloß Vergebung, nichts weiter. Das ist doch nichts. Und dann muss ich sagen, ihr lieben Leute, wenn ich den Menschen der Welt alles geben könnte, um das Evangelium von der Vergebung der Sünde gäbe es nicht, dann wäre alles andere nichts. Ich spreche hier nicht von einer Auseinandersetzung zwischen ökumenischer und evangelikaler Theologie oder Mission. Was in den 70er und 80er Jahren eine Auseinandersetzung zwischen Ökumenikern und Evangelikalen war, ist heute innerpietistisch und innerevangelikal die Auseinandersetzung, in der wir drinstehen. Und deshalb ist das Wort vom Glauben und was uns durch den Glauben gegeben ist, nicht etwas Geringes, sondern das Köstlichste, das es gibt. Aber verstehen kann das nur, wer einmal um diesen Glauben um die Gewissheit der Vergebung gerungen hat und gemerkt hat, selber geben kann ich mir das nicht, sondern das muss der Heilige Geist durch das Evangelium wirken. Amen.